Good afternoon, everyone. Thank you, thank you, thank you. Friends, partners, Nachmittag. Ich möchte alle begrüßen, die hier anwesend sind und auch die anderen Staats- und Regierungschefs. Es ist eine Ehre, wieder einmal hier zu sein. Ich möchte unserem Gastgeber, Präsident Sisi, danken, uns hier an diesem kritischen Zeitpunkt zu versammeln. Ich möchte zuallererst ansprechen, dass dieser Tag ein Tag der Erinnerung ist, auch in den Vereinigten Staaten. Es ist nämlich der Tag der Veteranen. Die Veteranen Amerikas und die Familie sind Überlebende und sind das Rückgrat, die Seele der Vereinigten Staaten. Und an diesem besonderen Tag oder jeden Tag ehre ich all jene, die sich selbst geopfert haben für unsere Nation. Ich möchte vor allem einem sehr stolzen Veteranen danken, der sein Leben lang in den Dienst gestellt hat, für das Land mit sehr vielen Dekorationen ausgezeichnet, und John Kerry, der sich natürlich auch als Klimaschützer einen Namen gemacht hat. John, dein Bekenntnis, deine Leidenschaft, dein diplomatisches Geschick sind wirklich herausragend und haben hier auch große Fortschritte gebracht in den vergangenen 2 Jahren. Ich möchte dir dafür danken, dass du mein Freund bist. Hier in Ägypten ist natürlich die große Überschrift, dass wir in dieses neue Jahrtausend ins Zeichen des Klimaschutzes bringen müssen. Wir wollen Klimakatastrophen verhindern, wollen neue Energien, unsere Wirtschaft auf sauberen Energien aufbauen, nicht nur für die Zukunft, sondern natürlich auch für die Geschichte ist das wichtig. Nach der Meteorologenorganisation der Welt sind in den vergangenen 8 Jahren die wärmsten Jahre aufgezeichnet worden, die es jemals gegeben hat. In den Vereinigten Staaten gibt es historische Dürren, Brände im Westen, schreckliche Hurricanes und Stürme im Osten. Und hier in Afrika, dass die Heimat so vieler Nationen, die sind natürlich am verletzlichsten und die größten Opfer aufgrund von Hunger, von Dürreperioden, auch am Horn von Afrika die Situation sehr kritisch. In Westafrika ein Fluss angeschwollen, weil es zu viel geregnet hat wiederum. Und das ist ebenfalls zerstörerisch für die vielen Menschen, die dort leben. In Nigeria gab es eine Flut, die 600 Menschen getötet hat. 1,3 Millionen wurden vertrieben. Und auch die typischen Migrationsrouten werden ja seit 100 Jahren verwendet. Und das erhöht das Risiko für Konflikte zwischen den Hirten und den lokalen Gemeinden. Es geht hier um menschliche Sicherheit bei der Klimakrise, um wirtschaftliche Sicherheit, nationale und umwelttechnische. Und es geht um das Überleben unseres Planeten. Das heißt, heute möchte ich mit Ihnen auch darlegen, wie die Vereinigten Staaten diesen Klimakrise entgegensteht, wie wir einen sicheren und grüneren und sicheren Planeten schaffen für alle von uns. From my first days in office, my administration has led with a bold agenda. Seit meinem ersten Amtstag haben wir die Agenda verfolgt, die Klimakrise anzugehen, nicht nur in unserem Land, sondern auf der ganzen Welt. Wir haben das Pariser Abkommen sofort unterzeichnet. Wir haben verschiedene große Gipfel abgehalten zum Thema Klima. Ich möchte mich auch dafür entschuldigen, dass wir damals ausgetreten sind aus dem Abkommen. Wir wollen nämlich dafür sorgen, dass Menschen und Länder auf der ganzen Welt die Klimakrise ernster nehmen. In Glasgow letztes Jahr haben die Vereinigten Staaten ein wichtiges Bekenntnis mitgetragen, dass 2/3 des Bruttonationalprodukts hier eingesetzt werden, um die Temperaturanstieg zu begrenzen. In den vergangenen 2 Jahren haben die Vereinigten Staaten noch nie dagewesene Fortschritte erreicht. Investitionen zum Beispiel in die Infrastruktur. Wir haben unsere Kraftwerke abgedatet, damit sie mehr grüne Energie schaffen können. Wir haben auch den Zugverkehr ausgebaut, die Gebäude verbessert.
alle Stationen für E-Autos. Und diesen Sommer hat der Kongress ein Gesetz verabschiedet, das ich unterzeichnet habe, für den wichtigsten Gesetz in diesem, nämlich die Inflationsreduzierungsgesetz. Und es schließt ein 386 Milliarden Dollar werden da aufgewendet, um grüne Energie, grüne Strom zu fördern. Offshore-Windanlagen, Solaranlagen, Null-Emissionsanlagen und auch bessere elektrifizierte Gebäude. Klimasmarte Landwirtschaft zum Beispiel. Unser Energieabteilungsministerium möchte Emissionen reduzieren um 1 Milliarde Tonnen bis 2030 und um damit eine Ära der grünen Energie einzuleiten. Die Investitionen in Technologien, elektrische Batterien, Wasserstoff, und das wird auch die Kosten reduzieren. Und das wird zur verfügbar sein für Menschen auf der ganzen Welt, nicht nur in den Vereinigten Staaten. Wir werden mithelfen, den Übergang für eine Niedrig-Kohlendioxid-Industrie zu schaffen, die Dekarbonisierung vorantreiben. Und die Internationale Energieagentur hat vor kurzem gesagt, dass die wichtigen Klimainvestitionen helfen werden. Werden hier einen Turbus sein für die klimafreundliche Energiewirtschaft. Und das wird natürlich dieses Paradigma auf die ganze Welt ausbreiten, was wir hier in den Vereinigten Staaten verfolgen. Es ist unser Bekenntnis, auch der ganzen Welt zu schauen, dass auch die Treibhausgase reduziert werden. Denn sie sind noch viel schädlicher als Kohlendioxid. Gestern waren wir die erste Regierung, die festgelegt hat, dass unsere Lieferanten sich selbst Ziele setzen, die dem Pariser Abkommen entsprechen. Und als größter Kunde mit mehr als 650 Milliarden Dollar Ausgaben im letzten Jahr hat die US-Regierung das Geld dorthin getan, wo es wichtig ist, um die Verantwortlichkeit für Klimapolitik zu verbessern. Diese kritischen Schritte haben auch wichtige Investitionen in die Infrastruktur mit sich gebracht, niedrigere Kosten, mehr grüne Energie, bessere Jobs für die Amerikaner. Wir beweisen, dass eine gute Klimapolitik, eine gute Wirtschaftspolitik ist, eine gute Basis darstellt für ein nachhaltiges Wachstum und wird auch den Fortschritt im Privatsektor vorantreiben, auf der ganzen Welt vorantreiben. Und etwas, was wir natürlich auch verfolgen, ist, wir möchten weiterhin die Vereinigten Staaten auf dem Weg haben, dass wir 52% weniger haben bis 2030 an Emissionen. Ich möchte auch noch betonen, wie bedeutend es ist, dass ich das sagen kann. Das erste Klimagesetz im Senat, das haben wir 1986 verabschiedet, vor 36 Jahren. Ich bin immer noch voll und ganz hinter diesem Gesetz. Und heute, aufgrund dieser Richtung, die wir eingeschlagen haben, kann ich hier als Präsident stehen der Vereinigten Staaten und sagen, dass die Vereinigten Staaten die Mission, die Ziele bis 2030 erreichen wird. Wir werden alles tun, um die Klimahölle zu verhindern, vor der der Generalsekretär der UNO diese Woche gewarnt hat. Wir wissen natürlich, wie groß die Opfer sind und die Gefahren. Es stimmt, so viele Katastrophen. Die Klimakrise trifft vor allem die Länder am härtesten, die am wenigsten Ressourcen haben, um das zu ertragen und sich davon zu erholen. Und deshalb haben wir auch letztes Jahr, habe ich mit dem Kongress
gearbeitet, um eine Vervierfachung der US-Unterstützung für diese Unterstützung dieser Länder bis 2024, nämlich 3 Milliarden Dollar zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Diese Notfallspläne, die sollen eben den Ländern helfen, diese Krisen besser zu ertragen, und wird mehr als 1,5 Milliarde Menschen in diesen Ländern helfen. Wir haben bereits mehr als 2 Milliarden beantragt dafür dieses Jahr. Ich werde weiter kämpfen, dass diese Ziele finanziert werden. Heute werden wir auch ankündigen, mehr als 150 Millionen Dollar für Initiativen, die spezifisch auch die Anpassungen in ganz Afrika beinhalten. Anpassungen in Afrika, in Ägypten, und die Vereinigten Staaten haben das im Juni gestartet. Das inkludiert Unterstützung für Frühwarnsysteme, um Ländern zu helfen, ihnen mehr Zugang zu Finanzierung zu geben, Katastrophenschutzprogramme, Mobilisierung des privaten Sektors und die Unterstützung von neuen Ausbildungszentren, um die Anpassung an diese neuen Bedingungen zu verbessern. Meine Regierung hat auch dafür gesorgt, dass die Vereinigten Staaten das erste Land sind, das diesen Anpassungsfonds hier gespeist haben. Und unser 100 Millionen Dollar wird unser Gesamtaufwand sein. Jeder Dollar, den wir hier spenden, der ist wichtig. Und die Milliarden und die Billionen in privaten Investitionen, die werden folgen. Und wir unterstützen auch eine G7-Initiative, um verletzliche Länder, vulnerable Länder zu schützen, um schnell reagieren zu können auf Schäden durch die Klimakrise. Und die G7 angeführte Partnerschaft für globale Infrastrukturinvestitionen wird die wichtige Infrastruktur für Niedrigeinkommenländer zur Verfügung stellen. Das Projekt wird es erleichtern, mit einer Transparenz und Partnerschaft, mit Schutz für die Mitarbeiter und die Umwelt. Viele Projekte sind derzeit gestartet worden, zum Beispiel mit der Regierung von Angola, mit der Investition von 2 Milliarden Dollar, um neue Solaranlagen in Angola zu errichten. Und überall und wie überall auf der Welt ist die Klimaadaptivierung in Afrika wichtig für die Energietransmission, um auch gute Jobs zu schaffen und Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, indem wir eine nachhaltige Entwicklungsziele umsetzen. Es waren natürlich sehr schwierige Jahre bis jetzt, viele Herausforderungen, die uns immer noch beschäftigen, die Völker auf der ganzen Welt, natürlich auch jetzt angesichts der brutalen Invasion in der Ukraine durch Russland. Das hat hier zu extrem hohen Energiepreisen geführt, hat die Volatilität dieser Preise noch mehr erhöht, hat die Inflation weltweit nach oben getrieben. Aber vor diesem Hintergrund ist es wichtiger als je zuvor, unsere Klimaziele zu verdoppeln, unsere Bemühungen zu verdoppeln. Russland hat nur die Dringlichkeit des Wandels in Energiefragen der Welt hier unterstrichen. Energiesicherheit bedeutet, dass jedes Land von sauberer und diversifizierter Energie profitiert. Und keine Handlung kann durchgeführt werden, ohne zu wissen, dass Energie auch als Waffe eingesetzt werden kann. Das heißt, dieses Treffen hier muss ein Augenblick sein, um auch uns neu zu bekennen für die Fähigkeit, die wir haben, um eine bessere Welt zu schaffen. Lassen wir uns weitermachen mit dem Klimafortschritt, unsere Ambitionen neu definieren, unsere Bemühungen. Eines ist klar, wir müssen große Fortschritte erreichen bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Und deshalb versuchen die Vereinigten Staaten auch als Gamechanger voranzugehen. Letztes Jahr hat die Europäische Union, von der Leyen, die Präsidentin der Kommission, hat hier ebenfalls ein Bekenntnis abgegeben.
EU und andere Länder haben in Glasgow 100 Länder hier, 130 Länder sind jetzt hier, um mehr als die Hälfte der Methanemissionen der Welt zu bekämpfen. Und das ist auch zur Hälfte schuld an der Erwärmung, die wir derzeit erwärmen. Das heißt, Methan um 30% bis 2030 zu reduzieren, ist die beste Chance, um 1,5% Klimaerwärmung, dieses Ziel zu erreichen, dass es nicht höher wird als 1,5 Grad. Heute haben wir einen neuen Plan über die Methanreduzierung veröffentlicht, wie die Vereinigten Staaten sich das vorstellen. Wir investieren mehr als 14 Milliarden Dollar in diese Reduzierungsprogramme von Methan und auch industrielle Erzeugungen hier anzupassen. Und es gibt auch neue Regulatorien, zum Beispiel einen neuen Vorschlag von unserer Umweltschutzagentur, um die Standards zu verschärfen über die Methanemissionen in allen Sektoren von sogenannten Superemittenten, um sicherzustellen, dass das auch keinen Schaden hat auf die öffentliche Gesundheit. Alle diese Schritte, obwohl diese Schritte, die Methanemissionen zu reduzieren, unter das Niveau von 2005 zu reduzieren bis 2030. Und ebenfalls ein Game Changer ist die Erhaltung unserer natürlichen Umwelt. Nicht nur hier in Afrika, sondern auch am Amazonas zum Beispiel, in Südamerika, die Grasländer, die Prärien in Amerika, das sind die wichtigsten auch Ingredienzen dieser Klimasolllösungen, die Eingeborenen, die da leben, zu unterstützen, die schon seit Generationen so gelebt haben. Hier bei COP27, der heutigen Konferenz, werden wir eine neue Klimapartnerschaft starten, um die Entwaldung zu stoppen. Und wir müssen keine neuen Technologien dafür herstellen. Wir müssen einfach nur klar machen, die Wälder sind wichtiger und wertvoller, wenn man sie erhält, als wenn man sie zerstört. Da sind sie viel wertvoller. Und those who are able should be chipping in to help. Und wir müssen natürlich den Ländern, in denen es diese Wälder gibt, helfen, diese Wälder schützen zu können. Partner im privaten, im öffentlichen Sektor spielen damit, um auch dafür zu sorgen, dass es gesunde Ökosysteme gibt und gesunde Wirtschaften. Das wird den Einsatz von allen von uns erfordern. Wir müssen unsere Kapazitäten streamlinen in manchen Sektoren, wie zum Beispiel der Schifffahrt. Denn die Schifffahrt ist eine wichtiger Wirtschaftszweig und ist aber der 10. größte Emittent von Emissionen. Mit Norwegen haben die Vereinigten Staaten die grüne Schifffahrts-Challenge gestartet. Wir haben Dutzende Bekenntnisse bekommen von Regierungen, mitzumachen, für eine grüne Frachtschifffahrt zu sorgen. Wenn wir das beschleunigen können, solche Handlungen für diese Game-Changer-Punkte, dann können wir unser Ziel erreichen. Aber natürlich, die Emissionskurve permanent nach unten zu bringen, muss jedes Land mitmachen. Bei dieser Konferenz müssen wir unsere Klimaambitionen erneuern. Die Vereinigten Staaten handeln, aber jeder muss handeln. Es ist eine Pflicht und Länder, die in der Lage sind, zu helfen, sollen Entwicklungsländer unterstützen, damit auch diese wichtigen Entscheidungen treffen können zum Energiewandel. Wenn Länder, die auch Kohle verwenden in Entwicklungsländern, dann können wir auch grüne Energie fördern in den Entwicklungsländern. Und ich bin sehr froh, auch hier ankündigen zu können, dass 500 Millionen Dollar hier auch zur Verfügung gestellt werden für Ägyptens Wandel zur grünen Energie.
Und dieses Paket wird Ägypten ermöglichen, 10 Gigawatt einzusparen bis 2030 und auch 5 große Gaskraftwerke einstellen zu können und 10% zu reduzieren, diese Energie. Wir arbeiten mit Ägypten zusammen, um 14 Milliarden Kubikmeter vom natürlichen Gas aus den Gasoperationen zu fördern. Aufgrund dieser Zusammenarbeit hat Ägypten die Ambitionen nach oben geschraubt, was Klima betrifft. Wenn wir diesen Kampf gewinnen, dann wird jeder Emittent in der Lage sein, mit diesem 1,5 Klimaziel einherzugehen. Wir dürfen unsere Fehler nicht weiter wiederholen. Jeder muss hier sich anstrengen. Meine Freunde, ich bin Präsident geworden mit der Überzeugung, diese Veränderungen voranzubringen, die notwendig sind, die Amerika machen muss. Und wir müssen das aber auch im Rest der Welt schaffen. Nach Jahrzehnten des Widerstandes und von Hindernissen müssen wir jetzt alles tun, dass auch klar ist, dass wir ein vertrauensvoller Leader sind in dieser Entwicklung. Wir haben sehr viel Bemühungen unternommen, um das zu erreichen. Aber ich stehe hier nicht alleine hier. Dieser Fortschritt wurde von jungen Menschen in ganz Amerika vorangetrieben, sowie von vielen Menschen, jungen Menschen auf der ganzen Welt. Sie spüren ganz genau, wie dringend das Problem ist. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Es ist ihre Welt, die wir hier schaffen. Wir dürfen nicht einfach dastehen und versagen. Es ist unsere Verantwortung. Und deshalb, wenn ich mir ansehe, was erreicht worden ist, weiß ich, wir müssen noch so viel mehr tun. Ich bin aber optimistisch, dass alles, was noch getan werden muss, dass wir hier große Meilensteine hinterlassen müssen. Wir haben die Schritte unternommen, um unsere Ziele zu erreichen. Wir haben unser Versprechen eingehalten, hier Leadership zu beweisen in diesem Bereich. Durch Diplomatie, die ist wichtig, um auch eine Einigung zu erlangen und neue Ansätze zu finden, die inspirierende Leidenschaft der jungen Menschen, der Zivilgesellschaft und auch der Eingeborenen hier mitzunehmen. Ja, die Herausforderungen sind groß, aber unsere Kapazitäten, die sind noch viel größer, daran dürfen wir niemals zweifeln. Deshalb müssen wir die Zukunft in die Hand nehmen und die Welt, die wir sehen wollen und die wir brauchen, umsetzen, die Bewahrung des Planeten durch eine Wirtschaft auf Basis von sauberer Energie. Die Chancen sind groß in der Zusammenarbeit, um eine florierende Wirtschaft zu hinterlassen. Deshalb sind wir hier. Das ist das, woran wir arbeiten, und wir können das zusammen schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Möge Gott Sie alle segnen.